Jo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Shakes and Fidget. Heute haben wir wieder einiges vor. Es ist jetzt Samstag und wir haben Gold-Event. Das ist schon mal hier das Niceste eigentlich von allen Sachen. Somit gibt es fünffach Gold und es ist einfach nice. Hier müssen wir, glaube ich, auch gleich das nächste Pet finden. Ich muss, glaube ich, sehr viel zeigen, was so passiert ist. Ich bin auch nicht gerade, weiß auch nicht gerade, wo alles war, aber wir machen hier jetzt erstmal die Pets. Genau, tagsüber im Fangzahlengebirge. Da kriegen wir doch gleich in der sogar ganz guten Quest. Unser nächstes Pet. Und ja, hier sind wir auch deutlich weitergekommen. Hier werden wir, glaube ich, auch noch heute ein bisschen was machen. Ich will nämlich eigentlich Level 100 jetzt haben. Es sind halt immer noch ganze 7 Level, aber ja, müsste bald drin sein. So, hier baue ich gerade mein Steinbruch auf 9 aus. Hier bin ich gerade dabei, alles so auf 9 zu ziehen. Nur es dauert halt schon einen ganzen Tag. Die Nachricht lese ich dann später von Hund. Ist wahrscheinlich an die Gilde gerichtet. Und ja, in die Läden können wir jetzt auch mal gucken. Hier hatte ich heute eine neue Waffe drin gehabt. Ja, die Spannung ist einfach noch heftiger. Und der Schaden ist ja okay. Es geht also noch besser. Wenn die jetzt einen Sockel hätte, wäre die ideal. Hier habe ich nämlich meine Waffe 1 zu 1 verbessert mit einer besseren Spanne. Das war immer ganz nice. Und sonst, ja, gibt es leider momentan wieder nichts Neues, obwohl wir eigentlich einige bessere Items haben können. Wenn ich endlich Level 100 bin, können wir auch aufs Klo und so. Das wird ja dann alles besser. Und ich habe heute noch den kranken Baum freigeschaltet. Das ist doch ganz nice. Und hier müsste ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was gehabt haben. Pet Habitat. Genau. Hier wurde mal, ja, Two-Hit. Der war noch sehr einfach. Hier nochmal Grow. Das habe ich heute, glaube ich, oder gestern Abend noch geschafft. Das war gestern. Und hier hatten wir noch einen Gilden Raid gestern. Den muss ich mal kurz angucken. Da kam ich sogar dran, also was heißt sogar, aber ich habe den Boss nicht komplett geschafft, leider, weil Coco mich überholt hat und sie dann nach mir dran kam. Aber ich habe den Boss, ja, jetzt habe ich es geskippt, egal, 1 Million, ungefähr 900.000 gezogen. Und das ist, denke ich mal, ganz nice. Tränke haben wir eigentlich auch noch ganz gut am Start. Der große Intrank fehlt, aber die halten auch nicht mehr so lange. Morgen und übermorgen, da werde ich erstmal mal, jetzt erstmal skillen. Ihr seht's, Gold Event, 132.000 Gold, das ist einfach richtig nice. Das kann sich sehen lassen. Ich werde natürlich auch noch einiges in die Gilde spenden, aber erstmal so ein bisschen für mich skillen, ich denke ich mal auch nicht so verkehrt. So. Und wir müssten noch eigentlich noch ganz viele Dungeons schaffen. Ich hätte jetzt Bock, die Dungeons eigentlich so ein bisschen durchzurushen. Einfach nur aus dem Prinzip, weil wir easy. Oh lol. Easy Level 100 vielleicht noch was schaffen könnten dadurch. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Pets. Oh, warten kurz die Quest ab, dann müssten wir unser nächstes wunderschönes Pet finden. Und Feuer ist ganz gut für, genau, unsere Attribute. Hier ist das Feuerei. So sieht es aus. Also man muss einfach aufs Gebiet questen ohne ein Item. Und dann kann man sich hier, zack, das nächste Pet holen. Die Frage ist, ob wir noch irgendwas hier machen können, was Sinn macht. Montags, das ist ja bald. Ist noch unnötig. Nachts, den kann ich heute eigentlich finden. Den kann ich auch heute finden. Ja, die nächsten Pets sind alle eher so auf Tage ausgelegt. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich, oder wo ich jetzt schon Bock hier im Lichthabitat weiterzumachen. Weil machbar ist er, ja, machen wir es einfach mal. Ist ja easy machbar und wir kriegen vor allem 500.000 Erfahrung und unsere nächste Frucht. Frühlingsnächte dauert noch, aber dafür ist der nächste Samstags, oh lol. Okay, Leute, Pluto ist sogar machbar. Den werde ich heute noch versuchen. Erstmal gehen wir ins Glücksrad. Wenn wir Pilze finden, will ich. Ah, schade. Würde ich jetzt mal die drei Versuche draufkloppen. Also so nicht. Oh Gott, der ist findbar. Generell, ups, den ganzen Samstag lang. Das ist doch mal ganz nice. Und hier habe ich auch ein Problem. Der nächste Gegner ist easy schaffbar, aber ich habe mein Feuerbett schon dreimal gefüttert. Und deshalb müsste ich dann einen Inventarplatz mehr haben. Und es ist dann wieder so das Problem mit dem Inventarmangel. Ich hätte die Schatzkammer einfach hochziehen müssen. Das war dumm von mir. Ah, na Mann, da muss ich mal gucken, wie man das regelt. Oh, cool. Nicer Kampf mit einem Soldaten. Das war doch mal ordentlicher Loot. Wunderbar. Aber wir haben ein bisschen Platzprobleme. Ja. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Ob ich mit Licht angreife? Licht ist schon 18. Erde ist 15. Ich will mal mit Erde angreifen. Ich denke, es ist, denke ich mal, gar kein. Ja. Das ist easy machbar, scheiße. Jetzt haben wir wieder eine Frucht zu viel. Das ist mein Problem.
Leute, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich dir jetzt lieber schon Loderfleisch, ja, geben? Oder morgen, bis morgen warten, aber dann habe ich halt keinen Inventarplatz und kann jetzt noch keine weiteren Früchte mehr finden. Das ist so das Problem, das nervt mich jetzt auch. Ich habe einfach viel zu viele Epics. Die werden ja auch in 7 Leveln endlich mal verballert. 300 Alu wird heute Morgen gespielt. Da müsste ich auch noch so Level 97 hinkriegen, hoffe ich mal. Eventuell noch ein paar Dungeons dazu. Habitate sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Den werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Och, den schaffe ich auch noch, den nächsten. Ja, GG. Den schaffe ich auch noch. Okay. Lol, dann kriegen wir noch zwei. Ach komm, das wäre für morgen Level 18. Ja, egal, ich gebe es jetzt Loder. Vielleicht, ich weiß, das ist zwar nicht so sinnvoll. Aber, na, ist jetzt eigentlich auch egal. Es ist dafür vielleicht nur ein Level weniger, aber kriegt man mit der Zeit ja sowieso wieder rein. Und ich habe jetzt auch mehr Attribute durch die Pets, 53 schon. Das ist doch, denke ich mal, auch ganz nice. So. Stimmt, eigentlich bei Lillipon 18, ja, das ist zu stark. Den will ich auch gerne heute bekommen, weil das ist ja für unser Hauptattribut relevant. Ja, Never. Ne, was? Nording, ne? Ja, genau, Nording. Muss ich gucken, ob ich das heute in einer gewissen Weise irgendwie hinkriege. Ich hoffe es einfach mal. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. So, ich überlege gerade, was wir machen. Ich hätte Bock, jetzt noch ein bisschen Pilze zu kloppen. Ich habe eh so viele. Und schlecht ist es ja nicht. Die Dungeons schaffen wir alle easy, das ist das Problem. Aber Epics ist dann wieder so das Problem daran. Es ist halt einfach jetzt Kacke mit dem ganzen Platzmangel. Sorry dafür. Da müssen wir echt gucken, was ich da jetzt mache. Ich weiß, Level 100 warten ist ja jetzt auch nicht mehr allzu lang. Das sind zwei, drei Tage maximal. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir warten einfach mal. Jetzt können wir aber auch immer die Angriffe skippen. 1000 Gold ist jetzt zwar nicht wenig, aber. Hallo? Ja, okay, das ist schon ordentlich was. Aber hier kriegen wir auch nochmal schöne Gegner, die uns sehr viel Loot geben. Ich meine, wir bezahlen so wenig und kriegen ordentlich was raus. Ich würde es dann wahrscheinlich erstmal so lassen. Ja, wir machen das, wenn ich Level 100 bin und den Ding habe. Das Klo. Dann wird es, denke ich mal, alles besser laufen. Hoffe ich einfach mal. Ich meine, die Epics werden ja dann Tag für Tag eins weniger. Und dann kann ich dann, wenn ich wieder ein bisschen viel mehr Platz habe, auch wieder schön Dungeons kloppen und die euch dann zeigen. Gut, dann überlege ich gerade. Können ja einfach mal Spaß nochmal hier in die Ehrenhalle gucken. Die höchsten sind so, ah, das ist klar, 242 schon mittlerweile. Das ist ordentlich. Vor allem, was ein Abstand. Der Abstand ist schon heftig. 89% Sammelalbum, ja, ich habe jetzt 72. Ist an sich auch nicht so verkehrt. Mir fehlt halt einfach noch viel bei den Monstern. Bei Wertgegenständen nur noch ein bisschen was. Hier habe ich auch schon viel. Um die 86%. Das ist bald fertig. Das sind nicht mehr so viele Items. Und das meiste sind, glaube ich, noch die High-Level-Epics, die mir fehlen. Und ich komme auch bald in den Bereich, in dem die ganz normal eigentlich fast jeder hat. Und dann würde es auch noch mal ein paar Prozente steigen. Das ist doch, denke ich mal, ganz schön. So, die Quest auch jetzt durch. Kriegen wir nochmal eventuell eine Frucht, ne? Aber schön Gold. Hier nochmal. Na, ich wollte jetzt gucken. Ich glaube, das ist jetzt egal. Ich kann, glaube ich, kannst nochmal questen bis heute Abend. Ja, Nevermore. Nording. Alter, was habe ich mit Nevermore? Ich glaube, Nevermore war. Ach so, hier war das. War das Pet jetzt unnötig? Ich habe mich nämlich, glaube ich, gerade vertan. Ich bin ja kein Kundi. Deswegen ist das egal, ob wir den schaffen. Lillipon ist relevanter. Den habe ich heute noch gar nicht gelevelt. Schade. Aber Schatten zweimal. 18, das ist doch. Oh, das ist machbar. Dann mache ich das heute noch. Dann haben wir für Montag ein Pet. Montag, ach, nachts wieder. Ja, das ist natürlich nie so toll mit dem Nachts, aber muss man halt gucken, dass man die Region bekommt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wahrscheinlich erst am Dienstag oder morgen, ich weiß nicht, aber ich denke mal Dienstag wieder. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare da lassen würdet. Eventuell eine positive Bewertung wäre sehr nett. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Tschüss und haut rein.